Hallo und herzlich willkommen aus Helsinki. Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr uns bei unserem täglichen Streit erleben? Ja, dann abonniert genau jetzt den Kanal The Car Crash Review, denn es gibt jeden Tag ein Review von der bezaubernden Jessie oder von mir. Macht es genau jetzt, ist eine gute Sache. Was ist heute passiert? Wir sind in Helsinki, wir haben uns auf dem Herweg gestritten, weil das Auto, das wir heute vorstellen, wollten wir beide vorstellen. Ich habe gewonnen, weil ich bin einfach stärker. Und hier steht da der Audi A8 als lange Version im Facelift. Ich habe den damals schon in Valencia gezeigt. Ja, und das mache ich heute einfach wieder im Facelift. Das Auto ist sehr erfolgreich. 570.000 davon weltweit verkauft inzwischen, seit es den gibt. Und vielleicht ist es ja der letzte als Verbrenner. Ist auch ein bisschen traurig. Es wird eine Horch-Version geben, allerdings nur für China. Wenn ihr wissen wollt, was der jetzt kann, wie viel Luxus da drin steckt, ja, und wie es sich vor allem schlägt im Vergleich zur Mercedes S-Klasse oder zum 7er BMW, dann bleibt genau jetzt dran. Abonniert den Kanal und dann gibt es einen kleinen Kuss von mir für euch. Und natürlich fröne ich auch meiner objektophilen Leidenschaft und küsse hier, naja, das Flaggschiff, oder? Ja, und ganz am Anfang, bevor es natürlich losgeht, spreche ich wie immer über unseren Kooperationspartner. Das ist GoLeasy. Was machen die Jungs? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Bei dem gibt es ja auch eine Plug-in-hybride Version. Jetzt ist natürlich sehr spannend, ob die Leute so ein Auto leasen. Warum nicht? Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Und den A8 gibt es seit 1994 in der modernen Version. 2017 kam die vierte Generation auf den Markt. Da war ich dabei bei der Präsentation in Valencia. So alt bin ich schon und jetzt passiert natürlich viel, ne? Es ist so, es gibt schon einen Wettbewerb unter den Herstellern, vor allem unter den deutschen Premium-Herstellern, und es gibt natürlich die Flaggschiffe. Und Manager und Vorstände, die messen sich natürlich gern am besten, was sie haben. Und das ist natürlich die Mercedes S-Klasse, das ist der 7er BMW und das ist der Audi A8 hier. Die S-Klasse, die ist jetzt gerade erst neu, die wird jetzt dann mit allen Motoren inklusive AMG weltweit ausgerollt. Der 7er BMW kommt in der zweiten Jahreshälfte 2022 neu auf den Markt und Audi hat gedacht, so, bevor der besser wird als wir, bringen wir noch einen Facelift auf den Markt und hier steht's. Und was hat sich verändert? Das sieht vorne ein bisschen anders aus, hinten ein bisschen anders aus. Der PHEV wurde verbessert, die Leuchten wurden verbessert, was Neues im Innenraum, neue Farben. Ja, und das ist dann schon ganz schön aufregend, würde ich sagen, was hier steht. Vor allem für mich natürlich als nicht nur Technik-Nerd, sondern auch Automobil-Nerd, ist hier ehrlich gesagt das Beste, was Audi zu bieten hat. Und vielleicht auch für viele das schickste und konsequenteste Audi-Design aus meiner Sicht. 570.000 Mal hat er sich verkauft. Es wird den in einem kurzen Radstand geben, in einem langen Radstand. Und China wird als Hommage an den weltweit erfolgreichsten A8-Markt eine Horch-Version bekommen, denn 63% aller verkauften Audi A8s gehen nach China. Unglaublich. Die Horch-Version kann ich euch wenig zu sagen. Ich kann sagen, die wird sehr lang sein. Die wird 13 cm länger nochmal sein als der. 13 cm mehr Radstand haben, ein H an der Seite haben, statt, ja, wie bei Mercedes, so ein M für Maybach. Und wenn wir uns jetzt mal die Optik anschauen, ist es erstmal eine sehr brachiale Erscheinung, denn dieses Auto ist ja schon in der kurzen Version 5,19 Meter lang, hier dann 13 cm länger, der Horch ist dann 5,45 Meter. Ja, und dann ist es 1,95 breit, 1,47 hoch und hat hier 3,18 Meter oder 19 Radstand. Von vorne sagen jetzt viele, hat sich ja gar nicht so viel getan. Es gibt 11 Lackvarianten hier. Hier ist Manhattan Grau drauf, das ist eine meiner Lieblingsfarben bei Audi. 5 matte Lacke gibt's. Und dann ist natürlich sehr spannend aus meiner Sicht, was hat man jetzt optisch gemacht? Das ist ein Facelift, ne? Normalerweise beim Facelift neue Leuchte, neue Schürze, zack, das war's. Dem Prinzip ist auch Audi ein bisschen gefolgt und schaut euch mal die Leuchten jetzt hier zuerst an.
Serienmäßig sind hier LED-Leuchten drauf, optional Matrix-LED-Lichten und optional, also als König der Leuchten, ist hier das digitale Matrix-LED-Licht drauf. Das ist krass. 1,3 Millionen Mikrospiegel. Insgesamt 2,6 Millionen Mikrospiegel. Heißt, der macht eine unglaublich geile Coming-Home-Living-Home-Funktion auf dem Boden oder an der Wand dann hinten. Und er kann, ähnlich wie ein Beamer, einen Lichtteppich auf die Straße projizieren. Zum Beispiel in der Baustelle sieht man dann, okay, hier muss ich fahren, Zeichen drauf und das Auto kann einem mit dem Licht helfen. Die S-Klasse hat ja ähnliche Daten in der Leuchte. Wer will da schon denken, dass es vielleicht ein ähnlicher Zulieferer ist? Und das ist bei der S-Klasse das beste Licht, was ich je gesehen habe. Und hier gehe ich einfach mal vom Gleichen aus. Ich bin ihn allerdings noch nicht gefahren. Und wenn man das Licht jetzt anschaut, seht ihr hier eine unglaublich schöne Grafik. Audi steht für tolles Licht. Hier sind die Audi-Ringe noch eingearbeitet. Die Mikrospiegel seht ihr nicht. Die sind nämlich zu klein fürs Auge. Ne? Und jetzt habe ich gelesen in der Pressemappe hier vorne, der Single Frame, so nennt Audi seinen Kühlergrill, der sei gewachsen. Aber der Designer hat mir gesagt, der Ashley Ayan ist gar nicht so. Es ist nur so, dass wir die Proportion so ein bisschen verändert haben, den leicht anders geformt haben. Und wir haben hier jetzt solche Elemente drin, ja, die in so einem Chrom kommen. Und was ganz interessant ist, zum ersten Mal gibt es hier nicht nur das Glanzpaket, das ist hier drauf, so kommt er, wenn er den einfach bestellt, sondern eben noch eine S-Line. Und die sieht dann aus wie der S8. Ne? Die ist jetzt hier nicht drauf. Ich hoffe, ich kriege euch ein Schnittbild organisiert. Und es gibt ein Black-Paket. Heißt, die Ringe, die Umrandung vom Single-Frame kommt dann noch in schwarz. Dann wird dieses Auto sehr böse aussehen. Fast ein bisschen pornomäßig wahrscheinlich. Hier ist eher so die Politiker-Variante, die gedeckte, die zurückhaltende. Ja, und was hat man dann noch gemacht? Natürlich den Stoßfänger hier unten angefasst. Also, dieses Element hier ist neu. Ne? Und ja, dann hier unten eben ja, diese Chromleiste. Aber das sind Nuancen in der Optik. Wenn ich überlege, was zum Beispiel auch eine S-Klasse so erfolgreich macht, ist es das Zurückhaltende. Ganz spannend ist auch, wenn ihr das aktive Fahrwerk habt, dann habt ihr nach vorne eine Kamera, die den Boden vorne ausmisst und dann einzeln eben die Räder ansteuern kann mit einzelnen Motoren, die härter oder weicher machen kann. Dazu komme ich dann später. Spannend war auch, ja, als das Auto 2017 in vierter Generation kam, hat man gesagt, ja, der kann teilautonom Level 3 fahren irgendwann. Man hat jetzt gesagt, teilautonom Level 2, mehr machen wir erstmal nicht. Für viele war das vielleicht eine kleine Enttäuschung. Ich finde es gar nicht so schlimm, warum, dazu kommen wir später. Und jetzt sind wir einmal im Profil und sind einmal ums Auto rumgegangen. Und für mich ist es der klassischste und der schönste Audi, der aktuell auf dem Markt ist. Aber ich bin ja nicht nur der Typ, über Design zu sprechen, sondern ich erzähle euch tatsächlich wirklich sehr viel über Technik. Serienmäßig ist hier drin nämlich eine Luftfederung, ne? Kein Luftfahrwerk, eine Luftfederung hier drin immer serienmäßig. Optional gibt es eben diese aktive Luftfederung, heißt, wir scannen die Fahrbahn nach vorne und haben dann ja an jedem Rad quasi an der Dämpfung einen Motor, der die dann härter oder weicher machen kann bei gewissen Geschwindigkeiten. Senkt sich dieses Auto quasi in der Mitte ab und fährt sich außen hoch und es soll sich in der Kurve so anfühlen, als würde man gar keine Kurve fahren. Beim Beladen kann der dann 5 cm hochfahren oder beim Einsteigen. Wir haben vorne eine Progressivlenkung an der Vorderachse und optional, da ist Mercedes ja sehr stolz drauf, gibt es eine Allradlenkung hier drin. Mercedes hat die in 2 Stufen, bei Audi kann sie 5 Grad, aber haben mir die Audianer erzählt, immer eben mit 5 Grad, völlig egal welche Felgengröße. Und da kommen wir schon zu den Felgen. 18 bis 21 Zoll sind hier drauf. Ihr seht schon, was für unglaublich große Schlappen hier. Ich glaube, 7 neue Designs gibt es. Und das sind jetzt die 21 Zöller. Keramikbremse ist hier auch drauf. Ja, das ist schon mal echt eine Wucht. Der S8 hat übrigens sehr viel von dem technisch dann schon serienmäßig. Mitteldifferenzial ist serienmäßig und das Sportdifferenzial an der Hinterachse kommt dann optional, hat der S8 dann auch schon serienmäßig. Und wenn wir jetzt ans Heck gehen, so hat der S8 4 heiße Endrohre. Das heißt 2 auf jeder Seite, die man dann sieht, aber hier sieht man sie nicht. Und Audi hat sich endlich dazu entschlossen, keine ekligen Fake-Endrohre zu machen, sondern wie hier schön einfach Chrom. Und wenn ihr mal nach unten guckt, seht ihr die Endrohre zwar, müsst ihr euch aber bücken. Das ist zurückhaltend, das ist A8, das ist schön. Was noch wunderschön ist, sind die OLED-Rückleuchten hier mit diesem Leuchtband, wie es hier einmal durchgeht. Dieses Licht, ja,
Das hat die Möglichkeit, dass man beim S8-3-Signaturen zum Beispiel dann im Konfigurator wählen kann. Hier kann man zwei Signaturen wählen. Schalte ich innen auf Dynamic, gibt es hier innen eine andere Signatur, wenn ich bremse sowieso. Und eigentlich, also es gibt auch die Funktion, wenn man sich annähert auf näher als 2 Meter, dass dann so eine kleine Warnung kommt für den Verkehr hinten. Haben wir euch schon gezeigt beim Audi Q5. Sehr spannend. Ja, Ringe seht ihr hier, A8L, ne? Den langen Radstand habt ihr gesehen. Hier hinten sehen wir, das ist der 60 TFSI Quattro. Das Auto hat natürlich immer Allradantrieb. Wie soll es noch anders sein bei einem Flaggschiff? Und jetzt schauen wir mal vielleicht noch kurz in den Kofferraum hinten rein. Der ist riesig und vor allem spannend finde ich bei dem Kofferraum, dass man hinten bei Audi Exclusive einen Kühlschrank bekommt, wo man dann sein Champagner kühlen kann. Kann man da einfach reinhängen, geht bei der S-Klasse übrigens auch. Und Audi Exclusive macht euch auch zum Beispiel die Farbe von eurem Mantel oder eurer Lieblingsunterhose auf das Audi-Modell hier drauf, was ganz spannend ist. Ja, dann haben wir natürlich noch einen doppelten Ladeboden hier hinten. Der PHEV, also der Plug-in-Hybride, wird dann einen Akku bekommen. 17,9 Kilowattstunden wird der groß sein und zu mehr rein elektrischer Reichweite sorgen oder für mehr rein elektrische Reichweite sorgen als der Vorgänger. 60 TFSI E heißt er dann. Ich vermute, es wird was um die 50, 60 Kilometer sein. Aber jetzt habe ich ja einen Plan. Ne? Ich sehe immer so ein bisschen aus hier bei so einem Auto wie jemand, der das Auto geklaut hat, habe ich nicht, weil ich keinen Anzug trage. Ich will mich eigentlich chauffieren lassen heute. Jetzt tun wir einfach mal so, als ob. Ich mache hier auf, mache mir selbst auf der anderen Seite. Und dann schauen wir uns mal an, wie es denn sein könnte, wenn ich verdammt money rich wäre. Ja, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr seht mich. Was Schönes, wir haben zwar keine rahmenlosen Scheiben, aber guckt mal, wie die Tür schließt. Dieses satte Geräusch. Und sie zieht auch an, also wir haben da so eine Zuziehautomatik. Und jetzt haben wir hier zwei neue 10,1 Zoll Displays drin. Die sind allerdings nicht mit dem Infotainment hier verbunden, sondern die sind einfach nur dafür da, um quasi zu streamen. Was ich richtig cool finde, das ist ein neues System. Hier drin haben wir das Cognac-Leder. Und das Cognac-Leder finde ich richtig schön, vor allem in Verbindung mit der grauen Außenfarbe. Aber bevor es jetzt vielleicht hier zu langatmig wird, zeige ich euch mal eine ganz interessante Sache, für die der Audi ja auch echt berühmt war, ne? Oder ist. Weil das soll quasi das Flaggschiff sein mit der besten Verarbeitungsqualität hier hinten drin. Ja, und eben auch mit dem besten Rear-Seat-Komfortprogramm. Ich kann hier eine Massage haben mit 18 pneumatischen Kissen. Und, jetzt schaut euch das an, kann mir hier quasi diese Fußstütze runterziehen. Jessie hat mich heute gezwungen, meine Schuhe zu binden und kann dann hier quasi meine Füße drauf machen und die wärmen oder massieren auch nochmal meine Füße. Das ist unglaublich, ganz ehrlich. Und wenn ich dabei irgendwie noch was anderes machen will, könnte ich hier zum Beispiel ja, mir die Sitze einstellen, würde dann hier sehen, dass ich die Massagefunktion anmachen kann hier. Wellen, Kreise, Klopfen, Stretch, Intensität verändern. Schaut euch das an. Für Fahrer und Beifahrer. Hier geht es dann wieder zurück. So muss es sich anfühlen. Echt Geld zu haben. Ambientebeleuchtung kann ich hier noch einstellen. Kontur, Maritim, Solar, Impuls, Vision. Oder hey, wenn ich Bock auf Karibik habe, kommt hier auch Karibik rein. Kann dann hier zum Beispiel auch noch die Rollos hoch oder runter fahren. Schaut mal. Auch vielleicht ganz nett, wenn ich die dann hier runter oder hoch fahre. Was ist jetzt passieren? Ja, fahren die zu. Das ist ja witzig. Heckrollo, Sonnenrollo vorne. Kann hier auch die Rollos hinten oder an der Seite aufmachen. Alle, machen wir sie mal alle runter, oder? Genau. Und dann geht es hier wieder zurück, Rollos, oder hier kann ich einfach die Medien steuern oder TV initialisieren. Schauen wir mal an, was wir hier drin haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen langwierig wird vielleicht für euch, aber das geht natürlich hier drin alles. Das ist krass, was man hier alles machen kann. Sitzkühlung, Sitzheizung
Und während ich die Sitze vorne wieder hochklappe, seht ihr auch hier, dass ich sie hier steuern kann, ähnlich wie in einem Flugzeug. Geil ist auch hier hinten, schaut euch das mal an, könnte ich jetzt den Kühlschrank theoretisch dranhängen, einfach hier dann quasi aufmachen, Kühlschrank hier rein, mir hier ein Champagner rausholen und so wieder weg, dann sieht die Frau nicht, dass ich eigentlich ein Alkoholproblem habe. Hier können wir eine induktive Ladebuchse fürs Handy dann nutzen. Zwei USB-C-Stecker sind dann hier. Ja, und was toll ist, was man mir gezeigt hat, ist das. Schaut mal hier, wie im Flieger. Und jetzt sitze ich hier drin und hätte jetzt noch hier so einen kleinen, wie soll ich sagen, könnte ich hier so einen Tisch rausmachen und hätte jetzt hier die Möglichkeit, so einen kleinen Snack auf meiner anstrengenden Fahrt zu mir zu nehmen oder eben, ja, vielleicht mein Laptop da aufzubauen und zu arbeiten, ne? Machen ja Business Lines auch immer arbeiten. Ja, und jetzt guckt mal hier vorne, haben wir noch die Möglichkeit für einen Zigarettenanzünder, 230 Volt Steckdose, das heißt, ich könnte hier auch rauchen oder den Laptop laden. Und was Audi natürlich ausmacht, neben diesem unfassbar schönen Ambiente-Licht, ist die Verarbeitung hier drin. Ich mache jetzt mal das Licht an, das hätte ich vielleicht auch schon vorher machen können, ehrlich gesagt. Mega, die Sitze auch mega bequem, unglaublich, die Kopfstütze, wie weich die gepolstert ist, ist Wahnsinn. Ich komme aus dem Schwärmen ehrlich gesagt nicht mehr raus, schaut vielleicht noch in die Tür rein, da seht ihr noch die Verarbeitungsqualität mit dem Holzzierelement, mit der, ja, das ist glaube ich, ja, die Bang & Olufsen-Anlage mit 23 Lautsprechern hier drin mit dem 3D-Sound, das ist ehrlich gesagt der beste Sound, den ich je in einem Auto gehört habe, toll verarbeitet, wirklich gut. Jetzt komme ich allerdings raus, komme mal auf der Seite rum. Und was wir jetzt machen, ist über die Antriebe sprechen. Ein Flaggschiff vorstellen ist ehrlich gesagt nie einfach, ne? Weil das Auto hat ja nahezu alle Funktionen, die halt so ein Audi haben kann aktuell und hat natürlich auch richtig viele Motoren. Aber ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch und das ist ein Widerspruch. Trotzdem probiere ich sie euch alle wiederzugeben. Es geht los mit 6 Zylindern. Das ist erstmal der 50 TDI und der hat 286 PS. Dann kommt der 55 TFSI, ist dann der Benziner, der hat 340 PS und dann kommen auch schon die 8-Zylinder-Motoren, ja, was dann der 60 TFSI ist mit seinen 460 PS oder dann der S8 mit seinen 571 PS. Neu im Portfolio kommt dann der PHEV, der 60 TFSI E, nicht ganz neu, aber mit neuer, größerer elektrischer Reichweite mit 17,9 Kilowattstunden großem Akku. Ja, und hier ist jetzt der klassische Benziner drin mit V8 hier. Der hat die Möglichkeit, dass man ja eben vier der acht Zylinder partiell ausschalten bzw. nur mitlaufen lassen kann. Mit Zylinderabschaltung eben. Ja. Wow. 12 Zylinder wird es nicht geben hier drin. Auch die Horch-Version wird keinen 12-Zylinder bekommen, wenn ich das richtig weiß. Was wir jetzt allerdings machen, ja, ist das, was eigentlich viel mehr zu mir passt, nämlich ich bin der Fahrer von diesem Auto, viel zu arm dafür. Deswegen gehen wir vorne mal rein. Ich zeige euch, was die Technik vorne kann. Fahren dürfen wir heute leider nicht und dann gibt es ein Fazit. Kommt mit. Ja, jetzt sitze ich hier drin und ganz ehrlich, fühle mich hier schweinewohl und die Fahrerposition passt viel besser zu mir als die des Chauffierten da hinten, passt auch viel mehr zu meinem YouTuber-Einkommensverhältnis. Ja, bloß kein Mitleid jetzt hier draußen, weil ich darf in diesem tollen Auto sitzen und dafür dürft ihr mich beneiden. Ganz ehrlich, die Sitze, die Verarbeitungsqualität hier drin, die technische Einbindung, die Einfachheit, die Bedienbarkeit hier drin, das flasht mich. Das hat mich, ehrlich gesagt, aber auch schon 2017 geflasht und so viel verändert hat sich auch nicht. Ein bisschen was. Zum Beispiel haben wir so einen neuen Stoff Dynamica, den es dann im Himmel oder in den Türverkleidungen gibt. Wir haben neues cognacfarbenes braunes Leder. Das, oh Wunder, ja auch hier drin ist. Wir haben die S-Line hier drin, was man unschwer an den Einstiegsleisten erkennen kann. Aber jetzt bringen wir ein bisschen Struktur hier rein, so wie wir das immer machen, auch wenn wir natürlich ein bisschen gehypt und geflasht sind von diesem Auto. Sitze. Dieses Leder ist unglaublich weich. Jesse wird euch erzählen, Leder ist nicht mehr zeitgemäß. Ich finde Leder ganz cool. In so ein Auto gehört für mich Leder, aber ich verstehe natürlich auch die, die sagen, es gehört nicht rein. Die sind wirklich hauptsächlich erstmal bequem. Die kann man kühlen hier vorne, die kann man heizen, ne? Das kann man sogar gleichzeitig machen. Die haben eine Massagefunktion, das ist großartig und die Kopfstützen, das müsst ihr mir einfach glauben, sind ganz toll
weich. Ja? Und jetzt schauen wir vielleicht mal in die Tür zusammen. Da haben wir oben Holz, da haben wir das Ambiente-Licht mit einer Farbe drin. Da haben wir echt schöne Türöffner. Und wenn er vielleicht mal bei mir schaut jetzt, wenn man hier so zu einfach nur die anlehnt, dann zieht die Tür so zu. Das ist großartig. Oder ihr könnt sie natürlich auch fest zuschlagen. Dann halt die ganze Halle hier. Das ist wirklich krass. Die Bang & Olufsen Anlage ist hier drin. 23 Lautsprecher. Die Armauflage natürlich bequem gepolstert. Cognac dann in diesem Stoff hier in der Seite. Mega. Die Mittelkonsole baut sehr breit auf. Auch hier vorne das Dashboard ist sehr präsent. Sehr vertikal und horizontal alles angeordnet. Und oder andersrum. Ne? Sehr bedienerfreundlich, würde ich sagen. Und naja, dann seht ihr da vorne zum Beispiel einen kleinen Subwoofer der Bang & Olufsen Anlage, den habe ich hier auch. Das ist Holzelement, die Lüftungsdüsen, die ihr hier ja so aufmachen könnt. Das ist echt cool. Den Quattro Blister hier, den wir ja außen auch an den Rathäusern hinten haben zum Beispiel auch. Wir haben ein Allrad hier drin, da ist man stolz drauf. Handschuhfach noch schön aussatiniert. Ja, das ist schon mega. Und dann haben wir hier den Schlüssel, so seht ihr. Dann kann man sich fühlen, wenn man so ein A80 leisten kann. 48 Volt Bordnetz haben übrigens alle Motoren, bis auf den PHEV natürlich. Der hat ein besseres elektrifiziertes System. Hier ist der Gangwahlhebel und dann haben wir hier noch Platz. Und ja, so sieht es dann da drin aus. Hier klassisch das Audi-Putztuch für das MMI mit dem MIB, dem modularen Infotainment-Baukasten 3. Das Tuch braucht er auch für das System. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mit Jesse zusammen mal noch das Schiebedach hier an, weil das ist cool, das macht so ein halbes Cabrio-Gefühl hier. Kann man natürlich auch abdunkeln, auch von hinten übrigens. Ja, und die Leuchten hier vorne, das ist schon eigentlich fast Kinolicht. Und jetzt würde ich sagen, kommt Prinzessin Jesse mal rein und ich zeige euch, ja, was der Fahrer hier alles machen kann. Und erstmal können wir hier das Lenkrad verstellen. Es kommt zu mir. Es fährt runter elektrisch auf dem Knopf. Es ist unten ganz Audi-untypisch eigentlich nicht abgeflacht. Die Achtgang-Automatik, die wir immer drin haben, können wir hier über die Pedals steuern. Mega. Und wenn er jetzt mal vielleicht mit mir den Drive Select Schalter hier betätigt, seht ihr Efficiency, Auto, Dynamic, Komfort Plus. Wir kommen später nochmal dazu. Luftfederung hier auch drin. Ich habe keinen Quatsch erzählt. Ja, und dann haben wir hier ein digitales Cockpit drin. Das seht ihr jetzt ganz schlecht, weil wir da vorne die Leuchte hingebaut haben. So ein bisschen könnte man es vielleicht sehen, dass wir eine Anzeige haben. Nein. Virtual Cockpit ist natürlich hier. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen besser seht. Ja, das seht ihr besser. Und das könnt ihr hier auf der View-Taste am Lenkrad verstellen. Und jetzt schaut euch das vorne mal an, was man da machen kann. Auf OK drücken wir, dass wir nicht mehr sehen, dass Jesse die Tür aufgelassen hat. Das sehen wir trotzdem noch. View-Taste hier. Und dann kann man natürlich verschiedene Dinge machen. Ihr könnt hier ja verschiedene Sachen einfach rein projizieren lassen euch. Die Assistenten zum Beispiel, das Radio, das Handy oder meine Lieblingsansicht, die Karte hier groß drin, die verändert sich auch dann toll. Hier vorne könnt ihr mit dem Licht rumspielen, hier könnt ihr dann die Fenster alle aufmachen. Und dann liebe ich an diesem Auto förmlich, dass ihr hier drin zwei Ebenen habt. Ihr habt eine Ebene für die Steuerung der Klima und ihr habt eine andere Ebene hier, ja, wo ihr einfach euer Infotainment bedienen könnt hier drin. Ja, und das ist das MIB3, der modulare Infotainment Baukasten 3, also die neueste Software-Ausbaustufe, die es im Konzern gibt. Und was toll ist, wenn ihr jetzt hier mal länger drückt, könnt ihr die Kacheln eben verstellen, ne? Und habt hier dann die Kachelstruktur, so eine Art Homescreen, den ihr euch allerdings selbst gestalten könnt. Ich mag allerdings diese alte klassische Anzeige hier am liebsten, mit Medien zum Beispiel auch, ne? Geht es dann hier immer wieder zurück. Ihr könnt dann das Telefon verbinden. Die Navi-Karte könnt ihr da schön hier reinmachen. Hier kann man dann auch suchen und ja, meines Wissens nach ja, kann man das natürlich auch über Sprachsteuerung steuern. Oder ihr könnt hier so ein H reinmalen und dann könnt ihr dann A machen und wäre dann Hamburg wahrscheinlich. Ne? Das ist natürlich ziemlich cool gelöst. Und hier alles zum Fahrzeug, was wahrscheinlich das Spannendste ist. Efficiency, Auto, Dynamic, Komfort Plus. Komfort Plus ist natürlich diese Super-Version, wo ihr dann die Möglichkeit habt mit dem Aktivfahrwerk, dass ihr die Kurven nicht mehr spürt, dass wir dann 5 cm entgegenkommen beim Einsteigen. Ja, und
dann Individual, habt ihr natürlich jetzt gesehen, Antrieb, Fahrwerk, Lenkung verändert sich hier. Und dann haben wir natürlich noch die Fahrzeuganzeigen für so einen Fahrer, auch interessant. Hier seht ihr nämlich die geregelten Dämpfer, wie sie einzeln dann arbeiten beim Fahren. Der Effizienzassistent, den kennt ihr von Audi inzwischen. Bei den Sitzen können wir hier ja die ganzen Verstellungen machen. Das seht ihr dann auch hier mit der Massage, Wellen, Kreisen, Intensität, Fahrer, Beifahrer. Das ist natürlich schon cool, jetzt werde ich massiert. Und dann haben wir hier Licht und Sicht und die Innenbeleuchtung mit Maritim. Schaut mal vorne, wie sich das, da müsst ihr ein bisschen weiter weggehen, verändert. Karibik, Audi Drive Select könnt ihr das anpassen oder individuell dann die Flächen und die Linien, den könnt ihr dann andere Farben geben, was echt schon richtig geil ist. bei der neuen S-Klasse finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen puffig. Und wenn ihr hier mal guckt, was wir alles drin haben, den Nachtsichtassistenten zum Beispiel, Abstandswarnung, Pre-Sense, Spurwechselwarnung. Ihr könnt das Auto auch von außen jetzt erstmals mit der Hand ein- und ausparken, was richtig cool ist. So, Einparkhilfen und jetzt gehen wir nochmal zurück, schauen, ob wir was vergessen haben. Man kann zum Beispiel noch das Wetter sich anzeigen lassen hier drin oder die Nachrichten sich vorlesen lassen. Da gibt es echt eine ganze Menge Funktionen. Wetter habt ihr jetzt hier in Helsinki. Ne? Ihr habt es natürlich auch verdient, dass ich euch noch die News zeige. Die laden jetzt auch noch, aber mein Highlight eigentlich hier drin ist nicht der Knopf hier für die Assistenten, sondern ist die Parkkamera. Hier, schaut mal, da sind sie, die News. Und wenn ihr da drauf drückt, dann ist es noch schöner, wenn ihr 3D macht. Und dann könnt ihr dieses Auto hier drehen. Schaut euch das an. Und der ist jetzt gnädig zu Jesse, weil der hier so tut, als wäre Jessys Tür geschlossen. Wie geil ist eigentlich das? Großartig, wirklich großartig. Jetzt habe ich euch echt schon viel gezeigt, was natürlich auch schön ist. Eine Sache noch, ihr könnt auch die Buttons hier einfach verstellen, ne? Ja, aber beinahe vergessen hätte ich natürlich hier die Klima unten und da habt ihr natürlich hier auch die Möglichkeit hinten was zu verdunkeln. Ne? Ihr könnt auch hier euch die Heimatadresse zum Beispiel reinmachen und dann könnt ihr hier schöne Zwei-Zonen-Steuerung machen mit Sitzkühlung, Sitzheizung hier. Aber was wir jetzt machen ist, ich springe nach hinten und dann zauber ich euch ein Fazit. Hallo. Ja, kommen wir zum Fazit und ganz ehrlich, ich fühle mich so ein bisschen patemäßig hier hinten drin. Ah, Laura. Und jetzt sitze ich hier und ich habe von Audi den Tipp bekommen, ey, ist schon ein stressiger Job, ja, ne, bevor es losgeht, lass dir doch noch mal kurz den Rücken oder die Füße hier hinten drin massieren. Habe ich gemacht, ne? Ich mache jetzt hier vielleicht die Scheibe noch mal zu und dann hoffe ich, dass ich vielleicht mal von einer bezaubernden Fahrerin hier hinten rausgeholt werde. Auto müsste sich jetzt auch ein bisschen anheben übrigens, aber es ist ja kein Spaß hier heute, sondern es geht um den Wettbewerb. Es geht darum, wer hat den längsten, den stärksten, den besten, das beste Flaggschiff, die beste Luxuslimousine auf dem Markt. Warum ist das eigentlich wichtig? Naja, die Technologien, die hier drin sind, werden in die kleineren Modelle runtergezogen. Und es ist wirklich kein Spaß, denn BMW, Audi, Mercedes, die vergleichen sich natürlich ständig und mit dem Flaggschiff zeigen sie einfach, was sie können. Deshalb ist meine Bewertung jetzt für die Hersteller vielleicht am wichtigsten, welches der beste ist. Ah, das ist schwierig. Das Facelift hat natürlich den A8 jetzt sehr stark aufholen lassen zur S-Klasse. Die S-Klasse ist vielleicht das komfortabelste Auto. Der 7er BMW ist vielleicht das sportlichste Auto. Und das ist vielleicht das rundeste Flaggschiff mit der besten Verarbeitungsqualität im Innenraum. Da lege ich mich fest. Und mit der für mich schönsten Optik. Aber die anderen haben natürlich auch was für sich. Nur sind wir mal ganz ehrlich, wenn man Autos bei um die 100.000 Euro vergleicht, dann wird es schwierig. Und wenn man jetzt probiert, hieran Fehler oder Makel zu finden, dann wird es ehrlich gesagt noch schwieriger. Ne? Und ich habe lange überlegt, was ist jetzt schlecht an dem Auto, was könnte er besser machen, was können die anderen besser. Und ach, ich finde das wirklich total schwierig. Aber dann ist mir eine Sache als gewiefter Autojournalist eingefallen. Hey, nimm doch einfach den Preis her. Und das Auto beginnt nun mal nur bei 98.000 Euro etwa, was sehr viel ist. Aber ihr bekommt ja auch sehr viel. Ja, der PHEV, der Plug-in-Hybride mit 462 PS, der liegt dann bei 109.000 Euro. Und wenn die Welt für euch überhaupt nicht genug sein kann, dann nehmt ihr den S8 für 145.000 Euro.
Aber das Auto verkauft sich in China ja am meisten. Und die Chinesen, ja, die kennen überhaupt keine Grenze. Und für die wird es wohl die nochmal 13 cm längere Horch-Version geben. Was da für ein Motor drin ist, weiß ich nicht. Ich habe schon Bilder gesehen. Sieht mega aus. Ich werde mir nichts davon leisten können, deswegen kann ich ja ganz einfach hier drüber quatschen. Ich habe das Auto genossen, ich freue mich drauf, es fahren zu dürfen. Wer sich aufs Auto auffreut, das weiß ich, das ist unser Kooperationspartner GoLeasy, denn die Jungs lieben Autos. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache, macht das jetzt. Ja, und hier seid ihr gelandet bei dem besten Auto-Review-Kanal der Welt. The Car Crash Review Goat. Abonniert genau jetzt den Kanal. Warum? Hier gibt es jeden Tag ein Review von der bezaubernden Jessica, von dem manchmal gestressten Jan. Macht es genau jetzt, ist eine gute Sache, macht euch glücklich, informiert euch und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.